Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem im Regen testen Hybrid-Sportwagen-Tester des Vertrauens. Wir sind in unserer Heimat im Schwarzwald und wir haben dabei das facegeliftete i8 Coupé. Ja, und das sind unsere 10 Fakten zum hybriden Sportwagen. Wenn es euch interessiert, bleibt gerne dran. Auch übrigens, ihr findet uns von www.derautotester.de auf Instagram, Facebook, YouTube, alles andere findet ihr auf unserer Homepage auf www.derautotester.de. Schaut gerne vorbei, abonniert alles, würde mich freuen. Und dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan Blöchen und unseren 10 Fakten zum BMW i8. Viel Spaß dabei. Fakt Nummer 1 beschreibt die Historie von unserem BMW i8, der 2014 auf den Markt kam. Damals sah ich und habe gedacht, Alter, was eine Maschine. Und da bin ich ihn gefahren, habe gedacht, was ist das? Was sind die Leistungswerte? Aber ich habe auch vermutet, dass es eine kompromisslose Rennstreckensau wird. Das wollte das Auto nie sein, sondern dieses Auto wollte ein Sportwagen sein, der auch ökologisch bzw. effizient ist. Das hat man geschafft, aber ich vermute, naja, so viele Kunden haben es auch nicht verstanden, denn er hat sich immerhin 2018 im erfolgreichsten Jahr in Verbindung mit dem Cabrio dann 465 Mal verkauft. 2018 kam eben das Facelift von dem Modell, das sehr, sehr schmal war. Ja, und jetzt 2020 gibt es noch eine letzte schwarze Edition und dann wird der i8 auslaufen und vielleicht hoffentlich eine Wiedergeburt, wer weiß es schon, als reines Elektromodell feiern. Kommen wir zu Punkt 2, der die Wettbewerber von unserem BMW i8 beschreiben soll. Und dann habe ich so überlegt, Wettbewerber. Es gibt keine Wettbewerber, denn wir haben hier einen Plug-in-Hybrid-Antrieb als Supersportwagen mit Flügeltüren und Carbon-Chassis. Ja, und da gibt es einfach nichts in dem Segment. Natürlich kommen einem im ersten Moment, wenn man die Optik hier betrachtet, die ganzen Supersportwagen, Asphaltfräsen, um die Lambos, um den Mercedes SLS, um die McLaren, um die Porsche in den Kopf, aber die haben halt alle sehr konventionelle Verbrenner drin. Deshalb ist dieses Auto hier im Grunde konkurrenzlos. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, nämlich der Optik von unserem facegelifteten BMW i3. Und als ich den am Anfang gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, futuristisch, flache Flunder, mega, vielleicht sogar seiner Zeit voraus, echter Supersportwagen für die Zukunft. Und dann habe ich gehört, 2018, es gibt einen Facelift, wie es hier steht. Da habe ich gedacht, warum muss der denn facegeliftet werden? Das ist in etwa so, wie wenn man Pamela Anderson eine neue Rolle anbietet. Ja, genau. Sprechen wir hier über die Optik. Was ist neu geworden bei unserem Auto, was hier in Kristallweiß Perleffekt mit Akzenten in BMW i-Blau ist? Hauptsächlich hier vorne die Aerodynamik, die Luft jetzt noch besser um die Rathäuser bringen soll. Hier sind 6.000 Euro teure BMW Laserlichter drauf mit blauen Akzenten drin. Ja, und wir haben hier ums BMW-Zeichen vorne noch einen blauen Ring. Und wenn man das Auto jetzt mal hier im Profil anschaut, dann 20 Zoll Felgen, neues Design. Hier vorne kann man es laden, seht da schön. Und dann haben wir hier eben, wie gesagt, einen sehr flachen Supersportwagen. Wo man ein bisschen Probleme bekommen könnte, ist, wenn man mit diesem Auto in eine Tiefgarage rein will, habe ich auch schon. Neues auch hier dieses Coupé-Logo an der C-Säule. Man sieht hinten übrigens nicht besonders gut raus. Schön ist dieses Schwarz, zieht sich ums ganze Auto und das Heck ist von hinten abartig, futuristisch. Sieht halt aus wie ein Space Shuttle. Wunderschön sind die Leuchten hier hinten. Ja, und dann seht ihr hier dieses Schwarz-Blau hier unten ist eben ein Supersportwagen. Aber so viel Zeit muss sein. Ich habe den Schlüssel dabei, macht den Kofferraum auf hier hinten drin und da findet der Ladestecker Platz, aber auch nur 154 Liter. Das ist wenig, zu wenig für mich und meine Begleitung, selbst als Zweitwagen fürs Wochenende. Aber wisst ihr was, ich werde die Optik von diesem Auto vermissen. Kommen wir zu Punkt Nummer 4, nämlich dem Motor bzw. den Motoren in unserem BMW 8. Normalerweise stehe ich immer vorne, aber die Haube, die bekommt nur die Werkstatt auf. Hier vorne an der Vorderachse wohnt ein 143 PS starker Elektrosynchronmotor, der drückt 250 Newtonmeter. Der Akku, der 11,6 Kilowattstunden fassende Akku, ist gewachsen beim Facelift und sitzt schön schwerpunkttief hier unten zwischen den Achsen. Und hinten haben wir einen Dreizylindermotor mit 231 PS, 320 Newtonmeter. Der hat 6 Gänge, während der vorne 2 Gänge hat. Zusammen beschleunigen die dann mit einer Systemleistung von 374 PS in 4,4 Sekunden auf 100. Bei 250 km/h ist dann die Höchstgeschwindigkeit elektronisch abgeregelt.
Who you gonna call in your neighborhood? Sprechen wir über Punkt Nummer 5, nämlich das Laden von unserem BMW i8. Und erstmal der Akku, der hier unten ist, der ist von 5,2 Kilowattstunden auf 11,6 Kilowattstunden gewachsen. Wir haben hier einen sogenannten Typ 2 Stecker oder ja, Ghostbuster Staubsauger. Und mit dem können wir bis zu 3,7 Kilowatt laden. Dann wäre das Auto zwischen 2 und 3 Stunden voll. Aber mit einem Adapter hierfür bekommen wir den auch an die Haushaltssteckdose und dann brauchen wir 4 bis 5 Stunden, bis das Auto voll geladen ist. Zusätzlich haben wir aber auch noch einen 30 bzw. optional 42 Liter Benzintank da hinten und damit kommen wir dann zu einer reinen Reichweite von 600 Kilometer, während die rein elektrische 55 Kilometer ausmacht. Kommen wir zu Punkt Nummer 6, nämlich dem Verbrauch von unserem BMW i8. Und wenn ich euch erzählt habe, dass die Fahrleistungen ja schon nicht mit Supersportlern in der Preisklasse mithalten können, ja dann kann es der Verbrauch, denn der ist, um es vorwegzunehmen, halb so hoch wie der von vergleichbar motorisierten Porsche oder McLaren Modellen. Und das ist interessant. Angegeben ist der mit 2,1 Liter kombiniert. Natürlich, wir haben Elektromotor hier drin und Verbrenner. Das ist ein theoretischer Wert. Aber ich habe zwischen 7 und 8 Liter mit diesem Auto gebraucht, selbst wenn ich mal schneller gefahren bin. Und das ist dann natürlich schon sehr ökologisch, ökonomisch und effizient. Und vielleicht passt das so gut in die Zeit wie kaum anderes Modell, Freunde. Nummer 7, nämlich dem Innenraum. Und wenn man erstmal die Flügeltür hier beklommen hat, also ins Auto reingestolpert ist, dann wird es schwer wieder rauszukommen. Nein, im Ernst, so schwer ist es nicht. Und hier drin ist alles sehr modern, sehr schick, richtig super sportwagenmäßig. Ich habe viel Platz, tolle Materialien, aber es wirkt auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Was ich euch zeigen will und muss ist, wenn man das Auto anmacht, kommt dieses UFO-Geräusch, was irgendwie kreativ ist, aber mir irgendwann wahrscheinlich auch auf die Nerven gehen würde. Wir haben Head-Up-Display hier drin, wir haben ein digitales Cockpit, wir haben Infotainment-Bildschirm hier vorne. Über den iDrive-Schalter können wir das bedienen. Das ist auch alles online angebunden, sehr intuitiv. Aber eine Sache hier drin ist wichtig zu betonen. Es ist nicht besonders viel Ablagefläche. Hinten haben wir höchstens Notsitze, Opfersitze kann man die dann auch nennen. Und wenn man sich mit den Assistenten beschäftigt, kann man auch Fahrwarnung, eine Personenwarnung. Was definitiv fehlt hier drin, ist ein Abstandsregeltempomat, ein Spurhalteassistent, vor allem in der Preisklasse, was Schönes. Wir haben hier eine Kamera nach vorne dann mit einem Nachtsichtgerät und haben eine 360-Grad-Kamera, ist wichtig, weil nach vorne, rechts und links und nach hinten sieht man hier drin nicht besonders gut raus. Kommen wir zu Punkt Nummer 8, nämlich dem Fahren mit dem i8. Ja. Hier ist der Schlüssel, so sieht er aus. Riesen-Moped, ich mache das Auto an. UFO-Geräusch kommt, ihr hört es, fahr los und wir fahren lautlos los. Da kann man sich richtig dran gewöhnen. Und wir können auch rein elektrisch fahren hier auf dem E-Drive-Schalter. Und das ist dann schon cool, wenn man mit dem Auto kommt, an den Leuten mit so einem Sportwagen vorbeifährt und die mehr warten. Aber dann ist cool, Sportgasse rein, Soundakkurator kommt, ich gebe Gas. Und dann sind wir mit einem richtig schönen Lärmkonzert in 4,4 Sekunden auf 100, 250 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Und das Beste daran ist, wir haben Normverbrauch von 7 bis 8 Litern. Da müsst ihr mir mal einen Supersportwagen oder Sportwagen der Welt aller Porsche, Lamborghini oder McLaren zeigen, der da mithalten kann. Und ist es dann zumindest auf der Straße nicht wirklich ökologisch, ökonomisch oder effizient? Ich weiß es nicht. Kommen wir zu Punkt Nummer 9, nämlich den Preis. Und wenn ihr euch jetzt gedacht habt, Mensch, sieht doch ganz schick aus, den könnte ich mir in meiner Garage richtig gut vorstellen, da muss ich euch enttäuschen, nämlich dieses Auto kostet so viel wie ja, eine kleine Eigentumswohnung oder eine im Osten. Der beginnt bei 138.000 Euro. Aber damit nicht genug, Freunde. Mit dem Laserlicht da vorne für 6.000 Euro, mit dem Online-Infotainment da drin, zum Beispiel mit der besonderen Lackierung, kommen wir hier auf einen Testwagenpreis von über 155.000 Euro. Das ist viel. Fürs Cabrio wird nochmal eine ganze Stange mehr Geld fällig. Und das ist, da bin ich ehrlich, für mich nicht stemmbar. Da kaufe ich mir lieber einen Elefant. Kommen wir zu Fakt Nummer und dem letzten Fakt 10.
Und das ist weniger ein Fakt wie eigentlich meine Meinung. Und ich sag's euch ehrlich, ich habe dieses Auto nie verstanden und jetzt, wo ich es eine Woche gefahren habe, verstehe ich es immer noch nicht so richtig. Ehrlich gesagt, dieses Auto kostet so viel wie ein Eigenheim, kostet so viel wie manche Supersportwagen, hat schlechtere Leistungswerte. Klar, der Vorteil ist, es hat einen viel besseren Verbrauch. Es ist vielleicht wirklich ökonomisch und effizient. Aber wenn man was für die Umwelt tun will, fährt man dann so ein Auto, was ja auch schon sehr viel Ressourcen verschlingt, bis es dann auf die Straße kommt. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ist diese Schizophrenie unsere Realität in einer modernen, immer umweltbewusster werdenden Welt, denke ich mal. Und schade ist irgendwie trotzdem, dass dieses sehr intelligente, sehr durchdachte Konzept im April 2020 dann das Zeitliche segnen wird. Ich werde ihn trotz allem ja richtig vermissen und hoffe, dass er eine Reinkarnation als reines Elektromodell feiern wird. Auch wenn man sich natürlich auch über die Sinnhaftigkeit genauso streiten kann wie über alles andere. Jetzt fängt es an zu regnen, höchste Zeit nach Hause zu fahren. Ich bin groß, das Auto ist klein, so gefällt mir das. Und das waren meine 10 Fakten zum BMW i8 Coupé. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde mich freuen. Lasst so einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann werde ich das spätestens in den Kommentaren lesen. Ich hoffe trotzdem, dass euch dieses Konzept der 10 Fakten einigermaßen taugt. Lasst mir wirklich gern eure Meinung dazu da. Ihr findet uns von www.derautotester.de auf www.derautotester.de. Schaut da gerne vorbei, da findet ihr viele Fahrberichte. Ansonsten findet ihr uns auf Instagram und Facebook, auch mit so einem Facefilter mit einer Tachonadel im Gesicht. Probiert das mal aus, ist ganz lustig, war meine Idee. Ja, und ansonsten habt ihr uns auf YouTube gefunden, abonniert uns gerne, macht die Glocke an, macht mich zu einem sehr glücklichen Mann. Ich bin übrigens der Jan, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen und bis bald, Freunde.